Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat zu einem etwas ungewöhnlichen Video und leider einem nicht ganz so erfreulichen Video. Ihr habt es bestimmt schon gehört, ganz viele reden drüber, ganz viele betrifft das Ganze auch. Ich rede über COPPA, also der Children Online Privacy Protection Act, also ein Schutzgesetz, das die Daten von Kindern im Internet schützen soll, das es in Amerika schon seit 1998 gibt und das jetzt richtig zuschlägt bei uns. Und zwar aus dem Grund, weil YouTube und viele andere Firmen das bisher total ignoriert haben. Denen war COPPA relativ egal und deswegen hat YouTube auch eine Rekordstrafe bekommen von 170 Millionen US-Dollar, Freunde. Das hat die FTC, die Federal Trade Commission, ich glaube so heißt es, in den USA dort verhängt. Und 170 Millionen Euro klingt nach verdammt viel Kohle, ist für YouTube aber ein Klacks. Also das haben die, das spüren die fast gar nicht, okay? Aber das Größere, was uns jetzt hier betrifft, ist, dass YouTube mit der FTC einen Deal abgeschlossen hat oder ein Abkommen, sagen wir es mal so. Und zwar, dass das in Zukunft nicht mehr vorkommt und dass sie jetzt Mittel ergreifen und Änderungen einführen. Und die betreffen uns. Und die betreffen auch euch. Die betreffen uns alle und haben ja in gewisser Weise mehr oder weniger schlimme Konsequenzen. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, ich erkläre euch mal, wie das ist, wenn man, wie ich, Videos hochlädt auf YouTube. Ich habe plötzlich eine Einblendung bekommen und dann steht, ich muss jetzt hier gekennzeichnet haben, ob Videos speziell für Kinder sind oder eben nicht. Okay, dachte ich mir, was steckt denn da dahinter? Hab mir das Ganze mal ein bisschen angeschaut, ein bisschen nachgelesen. YouTube hat da ein Informationsvideo drüber gemacht. Und irgendwie so 100% schlau bin ich aus der Geschichte noch nicht geworden, so auf Anhieb. Und man hat dann die Möglichkeit, drei verschiedene Optionen auszuwählen. Erstens, ihr sagt, alles auf meinem Kanal ist für Kinder. Alles, ausschließlich. Da sagt ihr, nichts auf meinem Kanal ist für Kinder, überhaupt gar nichts, auch nicht nur das kleinste Fitzelchen. Und hier kann auch gar nichts Kinder interessieren, völlig uninteressant für Kinder. Übrigens Kinder laut Gesetz alle unter 13 Jahren, so viel am Rande. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit, ihr sagt, ich wähle das einfach von Video zu Video aus und sagt dann hier, das ist Inhalt für Kinder und das andere ist eben kein Inhalt für Kinder. Ja, so weit, so gut, oder? Geht ja noch, wenn man dann Häkchen setzen muss. Ja, nicht so schlimm, gar nicht so tragisch. Naja, erstmal ist das Ganze aber schon ein bisschen Aufwand. Denn ich habe hier zuerst mal festgelegt, okay, sage ich einfach hier, komm, gar nichts für Kinder, scheiß der Hund drauf. Aber dann dachte ich, Moment, ich mache ja meine Mittwochsvideos. Ihr kennt die vielleicht. Mittwochs ist immer Zeug aus meiner Man Cave sozusagen, wo ich ganz viele Klemmbausteine zeige von verschiedensten Herstellern. Sets baue, auch mal hier eine Nerf Blaster teste oder andere Sachen, die unter die Kategorie Spielzeug natürlich drunter fallen. Und das ist im Endeffekt dann wieder für Kinder. Ja, also habe ich gedacht, nee, das kannst du nicht machen, nachher gibt es Ärger, denn da kann es richtig Ärger geben, dazu etwas später. Also habe ich mich dafür entschieden, jedes Video einzeln zu bewerten. So, und das habe ich jetzt mal getan, Freunde. Und ich sage euch mal, wie viele Videos ich jetzt gekennzeichnet habe als extra für Kinder, weil ich bin da sehr, sehr streng rangegangen, denn es gibt echt drastisch böse Strafen dafür. Bei mir waren es, ich habe es mir extra aufgeschrieben, 272 meiner insgesamt 1678 Videos habe ich jetzt als speziell für Kinder gekennzeichnet, damit ich keinen Ärger bekomme. Denn der Ärger kann richtig schlimm sein, für uns ein bisschen weniger wahrscheinlich, da wir nicht in Amerika sind. Aber naja, also das Ganze hat erstmal folgende Auswirkungen, die jeder Creator, jeder, der Videos hochlädt und die auch monetarisiert hat, ab einer gewissen Größe, ich glaube, 1000 Abonnenten oder so braucht man, dann kann man ja die Videos monetarisieren, dass da ein bisschen Werbung gespielt wird und man bekommt auch für seine Arbeit, für die Zeit, die man investiert, eher ein bisschen was eben zurück, auch um, sage ich mal, Sachen zu kaufen, um die hier vorstellen zu können. Das Ganze ist ja keine die wenigsten machen das hier völlig alles aus eigener Tasche. So viel Zeug, wie ich vorstelle, Freunde, kann ich gar nicht selbst bezahlen, wenn ich hier nicht die Werbeeinnahmen hätte oder auch gelegentlich mal was geschickt bekomme. Und da haut jetzt diese Kennzeichnung als Video für extra, speziell, nur speziell für Kinder, auch wenn es gar nicht unbedingt so ist. Wenn ich hier, ich mache mal ein kleines Beispiel. Ich schweife hier ein bisschen ab, aber ich mache das hier frei Schnauze. Ich nehme hier mal so ein Set. Ja, den kennt ihr vielleicht. Das ist der Alien Chestburster, also der hier so aus der, der hier so aus der Brust rauskommt. Ja, ein schönes, kleines, ich würde mal sagen,
Horror-Set mit Blut und allem. Also ich würde sagen, nicht speziell für Kinder, aber Klemmbausteine. Und Klemmbausteine heißt speziell für Kinder, laut der Definition von der FTC. Ja, und so ein Video würde dann, oder das habe ich auch, das, wo ich hier veröffentlicht habe, als speziell für Kinder gekennzeichnet. Nur so viel mal zur groben Logik hinter dem Ganzen. Auf jeden Fall ist das jetzt so, dass bei den Videos keine personalisierte Werbung mehr abgespielt wird. Ja. Wird man denken, okay, kommt halt andere Werbung, aber die personalisierte Werbung, das macht 80-90% der kompletten Werbung auf YouTube aus. Und wenn die wegfällt, überlegt man Werbeeinbruch oder dann Einnahmeeinbruch bei den Videos um 80-90%, also wenn man nur noch 10-20% dafür bekommt, drastisch. Das tut schon mal richtig weh. Erstmal hier so direkt finanziell. Dann was Blödes für euch. Die Kommentarfunktion wird ausgeschaltet. Ihr könnt nichts mehr dazu sagen, ihr könnt nichts mehr schreiben. Es kann nicht diskutiert werden, keine Fragen gestellt werden, gar nichts. Da ist dann total Ruhe im Karton. Und die Endcard, also das, was am Ende dann kommt, wenn da so eine Einblendung kommt, hier abonniert meinen Kanal oder hier, da noch ein Video, das gibt es dann eben auch nicht mehr. Genau das Gleiche, so wie ich es verstanden habe, dann auch für Einblendungen, wo man hier direkt auf andere Videos mal verlinken kann oder Umfragen machen kann. All die Geschichten fallen da komplett flach. Und was meiner Meinung nach, wenn ich das richtig verstanden habe, alles, was ich hier sage, ist völlig ohne Gewähr. Ich arbeite mich da selbst so ein bisschen durch, aber hier habe ich mich schon echt erschrocken. Und zwar, das Schlimmste ist, dass die Videos, die extra für Kinder gekennzeichnet sind, nicht mehr in der YouTube-Suche oder in Empfehlungen auftreten. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand was sucht, hier sage ich mal Lego XYZ, da kommt nichts mehr. Das heißt, die Videos sind im Prinzip für die Tonne. Denn bei mir ist es auf jeden Fall so, die meisten Aufrufe kriege ich nicht hier von meinen Abonnenten, wenn ich mir das in den YouTube Analytics anschaue, sondern aus Suchen, aus Verlinkungen, aus Empfehlungen, die YouTube ausspricht. Da kommt der absolut größte Teil aller Aufrufe her. Und wenn das wegfällt, dann verschwindet euer Video quasi im ewigen Nirvana von YouTube, ganz, ganz weit hinten im Regal und es findet einfach niemand mehr. Das ist eine richtig üble Sache. Dann werden neue Videos und bestehende Videos, gilt für beides, dann werden neue Videos nur noch denen angezeigt, die schon den Kanal eben abonniert haben. Und neue Leute, die stoßen da gar nicht mehr drauf. Das ist ein richtiges Drama. Das finde ich total beschissen. Ich meine, okay, mich betrifft das nicht ganz so stark. Ich mache hauptsächlich hier Technikvideos, teste alles, was mit Technik zu tun hat, Kopfhörer, mache Reparaturvideos für Handys, für Smartwatches und ihr wisst ja, alles Mögliche, Hauptsache Technik, Smart Home und dann alles so um iOS, Software-Updates und so weiter und so fort. Aber ich mache eben auch meine Spielzeugvideos, meine Mittwochsvideos. Das ist natürlich ein Bereich bei mir, der läuft so unter Guilty Pleasure. Da verdiene ich am wenigsten mit, da bekomme ich am wenigsten Aufrufe, dann gucke ich da drauf, dann ist so ein Video online seit einer Woche und hat 80 oder 100 oder 150 Klicks, dann denke ich auch, hättest du die Arbeit eigentlich sparen können, aber ich habe eben Spaß dran. Ich mache das gerne, ich baue gerne meine Klemmbausteine, ich rede da gern drüber, ich zeige euch das gerne. Und nicht alle Videos haben so wenige Klicks bekommen, aber insgesamt gesehen sind das meine am schlechtesten laufenden Videos. Und da das bei mir der kleine Anteil ist, betrifft mich das jetzt nicht so stark. Andere Kanäle, die sich wirklich komplett auf das Thema ausgelegt haben, wenn ich dann nur mal dran denke an die ganzen Lego-Kanäle, die es gibt, für die ist das richtig, richtig heftig. Aber auch bei mir merke ich da natürlich wahrscheinlich einen deutlichen Rückgang nochmal bei den Aufrufen bei diesen Videos. Und da natürlich auch in die Videos viel Zeit, viel Energie und viel Aufwand reinfließt, muss ich mir natürlich dann mal an den Kopf fassen und überlegen, die Zeit, die Energie und den Aufwand, stecke ich die nochmal in die Videos rein oder macht es einfach für mich keinen Sinn mehr, das Ganze? Und so wie ich das Ganze bisher verstanden habe, werden diese Mittwochsvideos bei mir wahrscheinlich vom Kanal verschwinden müssen, weil die eben nichts mehr bringen. Sie werden nicht mehr gefunden, wenn ich da noch weniger Aufrufe kriege. Ich mache ein Video, investiere da, was weiß ich, 5, 6, 7 Stunden rein, bis das Ganze dann fertig ist und das rufen nachher vielleicht 50 oder was weiß ich, wie viele oder wie wenige Leute auf, gerade von meinen Abonnenten, nur alle anderen können es gar nicht finden. Dann macht es natürlich keinen Sinn mehr, Freunde. Ist sehr, sehr traurig, denn da habe ich Spaß dran, aber ich muss mir das anschauen, wie das Ganze läuft. Also
Für die wenigen da draußen, die sich gerne meine Klemmbaustein-Videos anschauen, wie ich baue, ich habe mich letzte Woche sehr gefreut, da habe ich ja den Nerf Blaster gezeigt, war letzte Woche, und da hat jemand direkt drunter kommentiert, ey, gibt's heute kein Klemmbaustein-Video? Und da habe ich gedacht, ey, schön, da freut sich jemand drauf, und da habe ich mich gefreut und habe gesagt, nächste Woche gibt's wieder eins. Und dann kann ich aber sagen, ja, ab 2020 gibt's vielleicht keins mehr. Werden wir sehen, Freunde. Auf jeden Fall, ich wollte euch mal sagen, was jetzt hier so losgeht, welche Arbeit man im Hintergrund hat, welche Gedanken man sich macht, und ich bin, wie gesagt, wenig davon betroffen, aber dennoch habe auch ich mich sehr viel mit dem Thema jetzt beschäftigt. Wer jetzt aber, wie gesagt, sich gerne die Videos anschaut, ich war fleißig, ich habe vorproduziert, ich habe schon so viel Material, das reicht bis in den Januar, vielleicht sogar bis zum Februar hin. Also so viel habe ich schon auf Lager, dass da wöchentlich mittwochs noch das Spielzeugvideo rauskommt oder die Sachen aus der Man Cave. Klingt cooler. Auf jeden Fall, wir lassen es erstmal noch so weiterlaufen. Ich werde jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel weiter produzieren, und ab 01.01.2020 tritt diese ganze Geschichte in Kraft. Dann schauen wir mal, wie es läuft, ob ich dann einen deutlichen Impact merke, dass ich merke, die Videos lohnen sich nicht mehr. Dann werde ich das Ganze wohl einstellen müssen und dann meine Energie, meine Zeit und meine Arbeit in die anderen Videos eben investieren. Dann habe ich da eben mehr Zeit für. Was ich aber sehr, sehr schade finde, denn ich bin immer noch ein Kind geblieben, obwohl ich schon fast 40 bin, aber mir macht sowas einfach Freude, und ich finde es schade, wenn man durch ein Gesetz, was dann kommt, diese Freude genommen bekommt. Im Prinzip haben die Großen Scheiße gebaut, die Kleinen können es ausbaden, manche mehr, manche weniger, viele Kanäle werden wahrscheinlich auch verschwinden, bei denen das einfach finanziell nicht mehr tragbar ist, weil die sagen, ich sag mal die Sachen hier, ne? Wenn man sich das Ganze Zeugs kauft, jetzt auch speziell Lego-Kanäle, das kostet ja alles Geld, ne? Das kriege ich nicht irgendwie geschickt oder so, nee, das kaufe ich von meinem eigenen Geld, und natürlich habe ich das dann auch finanziert über die Einnahmen, die ich hier bei YouTube erzielt habe, und wenn das wegfällt, dann kann ich hier nicht mehr so viel oder gar nichts mehr kaufen dazu, und damit geht der Content verschwunden. Wie gesagt, andere Lego-Kanäle, die tun mir echt leid im Moment. Also ich würde mir da echt Sorgen machen, wenn ich, machen die wahrscheinlich auch, wenn ich da so stark drauf gesetzt hätte. Es ist eine traurige Sache. Also es ist wirklich, aber wenn man bedenkt, dass das Gesetz schon seit 1998, Freunde, da bin ich ja gerade mit der Schule fertig gewesen, dass es schon so lange existiert, so lange missachtet wurde, und jetzt haut aber die Keule voll zu, da kann man sich irgendwie schon nur an den Kopf fassen und denken, jo, lange gut gegangen, ne? Und jetzt ist mit YouTube und damit alle, die auch in YouTube mit dabei sind, ordentlich auf die Fresse geflogen damit. Also Freunde, so viel mal als kurzen Überblick, was mich hier so beschäftigt hat, wie das meinen Kanal beeinflussen wird. Also bei uns geht es hier auf jeden Fall weiter auf dem AppleCat. Technik, die geht immer. Spielzeuge, die gehen wohl nimmer, wie es aussieht. Aber wir warten erstmal ab. Oft wird die Sache ja nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Von daher cool bleiben. Wir schauen einfach mal, wie es ab dem 01.01.2020 weiterläuft. Ich wollte euch trotzdem mal kurz mit ins Boot holen, hier noch ein Video rausbringen, ein paar Klicks abkassieren. Nee, ich wollte wirklich mal sagen, wie das so läuft im Hintergrund, welche Gedanken man sich macht. Und ja, unverhofft kommt oft. Probleme gibt es immer wieder, Freunde. Wir überwinden sie, wir schauen, wie es weitergeht. Also, ich drücke auch allen anderen YouTubern echt die Daumen, die komplett auf Spielzeug, Lego, Let's Plays sind auch davon betroffen. Also, wenn ihr eure Videospiele der Fraktion hier betrachtet, wenn ihr dort Let's Plays euch anschaut, alles für Kinder, könnt ihr knicken. Die bekommen auch dann wahrscheinlich so gut wie keine Werbung mehr ab. Und es betrifft so viele, sogar Leute, die Kinderlieder singen zum Beispiel. Content für Kinder, wo Kinder auftreten in Videos, die unter, 13 Jahre alt sind. Content für Kinder, ganz viel. Man muss schon drauf achten, was im Hintergrund steht. Hier hinten habe ich habe es schon abgedunkelt alles, habe ich hier meine Lego-Modelle stehen und meine Klemmbaustein-Modelle. Content für Kinder. Auch wenn ich hier über, keine Ahnung, den Brexit reden würde und würde hier eine Actionfigur hochhalten. Oh Gott, ich habe ja vorhin was hochgehalten. Egal. Dann Content für Kinder vielleicht. Man weiß nicht genau, wie streng das genommen wird. Und also eine Sache habe ich noch gesagt, noch gar nicht gesagt. Und zwar die Strafen. Wenn man in den USA beheimatet ist und ihr habt dann ein Video nicht richtig gekennzeichnet, kann es eine Strafe oder wird es wahrscheinlich auch eine Strafe geben von, haltet euch fest, 42.000 US-Dollar pro Video. 42.000. Ja, also ich sag mal, dass diese Strafen hier bei uns
in Deutschland oder außerhalb von Amerika durchgesetzt werden. Davon kann man nicht unbedingt ausgehen. Aber wovon man ausgehen kann, ist, dass wenn man irgendwas nicht richtig kennzeichnet und YouTube ermahnt einen dann, dass man dann vielleicht ein oder zwei Schüsse bekommt, danach machen die den Kanal dicht, dann ist der weg. Das könnt ihr auf jeden Fall garantieren. Die haben so oft die Pfoten bekommen, die werden das knallhart durchziehen und das wäre schon schlimm genug. Denn jeder, der hier YouTube macht, weiß, man steckt da viel Arbeit, viel Liebe, viel Herzblut rein. Und wenn dann der Kanal weg wäre, das wäre mal richtig schlimm. $42.000 pro Video dazu, das ist noch schlimmer. Das ruiniert nämlich gleichzeitig noch euer Privatleben. Ja, also, ihr seht, da steckt eine ganze Menge dahinter. Viele müssen sich viele Gedanken machen. Ich habe mir auch meine paar Gedanken gemacht. Habe auch schon einige Videos geschaut, auch von so einem, wer war denn das noch gewesen? Irgend so ein Online-Anwalt, der hat das Ganze nochmal aus juristischer Sicht so ein bisschen aufgedröselt und da steckt schon viel, viel Mist drin. Auch diese Definitionen, die sind sehr ungenau. YouTube hilft einem da nicht wirklich. Die lassen zwar einen Algorithmus darüber rödeln über die Videos, aber die erheben da gar keinen Anspruch, dass das passt, was der Algorithmus sagt, dass der alles erwischt. Also im Prinzip ist jeder hier selbst dafür verantwortlich, dass das Ganze sauber läuft. Und keiner weiß genau, wie es sauber läuft, was die überhaupt meinen. Also ja, man muss vorsichtig sein. So. Aber jetzt habe ich hier schon viel zu lang gelabert, Freunde. Ich wollte auch nur ein kurzes Video dazu machen, dass ihr so ein bisschen informiert seid, hier, was hier so alles passiert mit dem Children Online Privacy Protection Act von 1989. Naja, wir freuen uns auf die Zukunft und sind mal gespannt, was noch so kommt. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Gutes Nächtle und bis bald. Alles wird gut. Ja.